Testfahrer Christoph Bauer unterwegs im Meilenstein Renault 4CV. Anfangs sind die Franzosen ja noch skeptisch, aber dann lieben sie ihren 4CV heiß und innig. Weltdrive testet heute den ersten Millionenseller der französischen Automobilgeschichte. Den Renault 4CV. Während des Zweiten Weltkriegs tüftelt der technikbesessene Louis Renault mit seinen engsten Mitarbeitern heimlich am knuffigen Kleinwagen. Dass der nach dem Krieg in Frankreich inhaftierte Ferdinand Porsche in die 4CV-Entwicklung involviert war, ist eine unbestätigte Legende. Schon 1898 konstruiert der Firmengründer Louis Renault sein erstes Automobil und gründet zusammen mit seinen Brüdern die Société Renault Frères, das Unternehmen Gebrüder Renault. Vor dem Zweiten Weltkrieg gelten die Franzosen als Spezialisten für Lastwagen und Luxusautos. Und während der Besatzungszeit sind sie dann aber gezwungen, Nutzfahrzeuge für die Wehrmacht zu bauen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird die Firma dann verstaatlicht und jetzt dreht sich alles um die Massenmobilisierung. Und bald schon ist dafür das passende Fahrzeug gefunden, der Renault 4CV. Die Premiere seines 4CV erlebt Louis Renault nicht mehr. 1944 wird der Industrielle wegen Kollaboration mit der deutschen Besatzungsmacht festgenommen und stirbt wenig später in Untersuchungshaft. Doch Louis Renaults letztes Automobil wird bald zum heiß begehrten Kassenschlager. Geduldig warten die Kunden bis zu 36 Monate auf ihren 4CV. Und das, obwohl es keine Liebe auf den ersten Blick ist. Bei seiner Präsentation auf dem Pariser Autosalon 1946, da erntet der 4CV erstmal Spott und Häme. Das Publikum verunglimpft ihn als Motte de Beurre, als Butterklumpen, wegen seiner rundlichen Formen und der Sahara-beigen Farbe. Die hat man übrigens aus Kostengründen gewählt, denn im Renault-Werk, da standen noch unzählige Tonnen mit Tarnfarbe vom ehemaligen deutschen Afrikakorps. In Deutschland ist man da ein bisschen gnädiger. Die Deutschen bezeichnen ihn als Cremeschnittchen. Dank des Erfolgs des 4CV mausert sich das Renault-Stammwerk in Billancourt zu einer der modernsten Automobilfabriken Europas. Innerhalb von 2 Jahren steigt die Tagesproduktion von 12 auf stolze 450 Fahrzeuge. Ob klein oder groß, ganz Frankreich liebt das innovative Cremeschnittchen. Jedem seine Tür. 4 Plätze, 4 Türen, 4CV. Die gute alte Selbstmördertür. Bis in die 50er Jahre hinein weit verbreitet im Automobilbau. Und bei diesem viertürigen Renault, da sind sogar Vorder- und Hintertür beide an der B-Säule befestigt. Sieht nicht nur gut aus, sondern spart auch Gewicht und Kosten. Aus demselben Grund gibt es hier auch nur ganz einfache Klappfenster und sehr spartanisches Gestühl. Sehr fortschrittlich hingegen waren die hydraulischen Bremsen und die selbsttragende Karosserie, die in ihrer Form ja so ein bisschen an das deutsche Pendant, den VW Käfer, erinnert. Ist auch kein Wunder, denn zur damaligen Zeit waren sowohl in Deutschland als auch in Frankreich die Stromlinienform absolut en vogue. Der Renault 4CV ist ein kleines Kunstwerk. Knapp 3,70 Meter lang, 1,40 Meter hoch und breit, dabei keine 600 Kilogramm schwer. Und doch ein vollwertiges Auto mit 4 Türen und 4 Sitzplätzen. Alle Details überzeugen durch genial einfache Konstruktion und hochwertige Verarbeitung. Der 4CV mag simpel sein, ein Billigauto ist er nicht. Also ein ganz großartiges Detail ist dieser wunderschöne Hebel hier zum Öffnen der Fronthaube. Und Sie sehen, dass Sie nichts sehen, außer ein Ersatzrad und ein bisschen Platz fürs Handgepäck. Denn der Motor, der befindet sich im Heck, wie beim VW Käfer. Allerdings kein luftgekühlter Boxer, sondern ein wassergekühlter rein Vierzylindermotor. Gilt als sehr solide, wartungsfreundlich und vollgasfest. Das ist wichtig. Musik
Je nach Baujahr liefert das langhubig ausgelegte 750 Kubik Motörchen 17, 21 oder 33 PS. Wer die drei Gänge des teilsynchronisierten Getriebes voll ausdreht, schafft es mit dieser 21 PS Version in 56 Sekunden von 0 auf 100. Dann heißt es, Höchstgeschwindigkeit erreicht. Anfangs sind die Franzosen ja noch skeptisch, aber dann lieben sie ihren 4CV heiß und innig. Und so läuft er, abgesehen von einigen Detailveränderungen, fast baugleich bis zum Jahre 1961 vom Band. Und zwar ganz genau 1.105.000 Mal. Und damit knackt der 4CV als erstes französisches Auto die 1-Millionen-Grenze, noch vor der auch sehr erfolgreichen Ente von Citroën. In Japan lebt der 4CV sogar bis 1963 weiter. Dort hört der kleine Franzose auf den treffenden Spitznamen Schildkröte und hilft als Lizenzbau Hino Renault 4CV das Land der aufgehenden Sonne mobil zu machen. Der Renault 4CV, der erblickt das Licht der Welt einige Monate nach dem Verkaufsstart des VW Käfers. Und was der Käfer in Deutschland schafft, das schafft der 4CV zusammen mit der Ente von Citroën in Frankreich. Er macht das Auto für jedermann erschwinglich und mobilisiert die Massen. Außerdem begründet der 4CV die Heckmotortradition bei Renault, die noch bis in die 70er Jahre hinein gepflegt wird. Also eins ist vollkommen klar, der Renault 4CV ist definitiv ein Meilenstein der Automobilgeschichte. Stolze 15 Jahre lang, von 1946 bis 1961, wird der 4CV seinem Ruf als moderner Kleinwagen gerecht. Beim Nachfolger Renault 4 wird alles anders, nur der Erfolg bleibt. In 30 Baujahren entstehen rekordverdächtige 8 Millionen Exemplare. Mit dem 4CV hat sich Renault eindeutig als Kleinwagenspezialist etabliert.